Schon ein recht ansprechendes Seitenbild vom Grundsitz her, immer bemüht gestreckt zu sitzen. Vielleicht versuchen in der Trapparbeit noch so ein bisschen mehr in der Mittelpositur mitzuschwingen, dass du da noch ein bisschen mehr zum Einsitzen kommst. In der Galopparbeit ist dir das deutlich besser gelungen. Insgesamt versuche noch die diagonale Hilfengebung zu verbessern. Es waren immer so ein bisschen leichte Unstimmigkeiten in der Anlehnung, insbesondere in der Galopptour, weil dir doch deutlich zu eng wurde im Hals, auch auf die Vorhand kam. Da hätte ich mir gewünscht, dass du versuchst, da das Pferd eigentlich deutlicher mit deinen treibenden Hilfen, mit den Gewichts- und Schenkelhilfen zu unterstützen, dass er so ein bisschen mehr auch in die Selbsthaltung reinkommt. Und dann war doch ein deutliches Verwerfen immer wieder im Genick festzustellen, insbesondere in der Galopparbeit. Ansonsten aber auch eine gehorsame Vorstellung hier mit guten Hufschlachtfiguren. Ende Trabverstärkung ruhig versuchen, da das Pferd noch so ein bisschen mehr zu unterstützen
um da den Unterschied zwischen dem Arbeitstrakt und der Traktverstärkung noch etwas mehr herauszuarbeiten, aber durchweg auf dem sicheren Wege hier der Ausbildung 7,0 für dich die Wertnote.